Zusammenreisernkeit, wenn die sich gegenseitig adoptiert. Man sollte vermeiden, dass das Feinde ermordet wird, und das ganze Netzwerk ist nicht so weit ermordet. Das adoptiert die Verliebtheit mit denjenigen, die sich für den Krieg melden. Das tut meistens gut. Also man war meistens sehr fähige Nachfolger. Also ich bin fünfmal gut, fünfmal Aurel seinen Sohn auswählt als Nachfolger. Das ging für uns nicht schön. Das war Commodus und der gebetet in Sicherheit. Durch die Scheusale. Den haben wir gestern gesehen im Museum in dieser Löwenmaske, dieser Pantanus. Als Statue. Hier steht drauf, also Marc Aurel hat die Armee gerettet. Und dann ist es darauf, dass die Antonius Tour, die Armenier und die Germanen und Angehörige einer Donau bestattet, aber alles rund sind, gerade umgekehrt, das ist wahrscheinlich hier entstanden, als diese Religion wieder aufgestellt wurde. In Wirklichkeit ist, also Marc Aurel hat diese Völker alle besiegt, und diese Säule ist von seinem Sohn, also vom römischen Volk und von seinem Sohn wieder hergestellt worden. Dieser wurde eigentlich gar nicht so gut. Der Verratungsteil die Armenier, die Partner, das ist alles in heutigen Kleinasien, Iran, und der Bibliothekswurde im Vaterland gewonnen, nachdem die Partner alle verbracht haben, sind hier gestiftet worden. Die Säule, die Füße von hier sehen, ist hier unten natürlich wieder überall im Dom sehr angenagt in seiner Zeit. Der ist wohl, genau wie auch die Trajan-Säule, die wir ja jetzt hier sehen. Damit kannst du auch raus. Oben steht Taudos. Hier stand Marc Aurelius drauf. Der wurde im Wunderwesen genommen, was dann angeschwollt und dann Taudos oben drauf. So war das nicht ein bisschen. Paulus kann jetzt gucken, hier, was hier der Ministerpräsident beschließt, der so mit dem revidierten Titelvergang und dann auch die Ministerpräsident. Hier kann man ganz deutlich sehen, wenn man hier hochgeht in der Säule, das können Sie auch hier sehen, auf dieser Spitze. Da ist eine Wendeltreppe. Wir sind die schlechte Anzahl, die wir hier sehen, wenn wir so gut haben. Das ist ganz wichtig hier. Man denkt, die Säule hier ist eigentlich zu Ende. Stimmt aber nicht, es geht noch 3 Meter weiter runter. Hier. Der Eingang, der eigentliche Eingang zu diesem Gang nach oben, der liegt also runter. Ja, aber das geht noch 3 Meter noch was zu tief die Erde. Scheint aber kommt heutzutage gar nicht rein. Kann man da ein bisschen was machen? Nee. Nee, richtig. Weil die sind ja nun hier. Ja, das ist der Unterschied. Kann ich sagen, dass wir 1000 Tonnen das wiegt, muss man sagen, um das wieder hochzukriegen. Und das haben die geschafft. Und das war so dramatisch, dass der Papst verboten hatte, dass das überhaupt irgendjemand ein Wort gibt, während das passierte, dieses Aufrichten. Das hat einen ganzen Tag gedauert, bis das wieder aufgerichtet wurde. So. Und da sollen plötzlich die Seile angefangen haben zu qualmen. Wirklich, also so schlimm muss das gewesen sein. Und das hätte es mir fast schief gegangen. Und dann hat irgendjemand aus der Menge hat geschrien, Wasser auf die Seile. Und so, das war irgend so ein Seemann. Also alle diese Seebotten, die sind immer sehr clever. Und dann haben sie Wasser raufgekippt und er hatte ja das Gebot übertreten, also dass jemand etwas sagen darf da in dem Augenblick. Und der Papst hat ihn belohnt. Er hat nicht also in den Kerker gesteckt, sondern hat ihn belohnt. Und das ist die Familie, die darf heute immer noch am Palmsonntag die Palmzweige in die Peterskirche bringen. Das machen sie heute noch auf Ligurien oben und haben dann ein Privileg letztendlich also für den Palmsonntag die Ausstattung geschaffen, den Palmzweigen. Also das ist eine ganz aufsehenerregende Ingenieurleistung gewesen. Alle in Europa kannten das in dieser Zeit. Aufrichtung des vatikanischen Obelisken. Und das ist Fontana. Das war eigentlich der Ingenieur Sixtus des Fünften, also dieses großen Bauherrenpapstes in Rom. Der hat eigentlich Rom geordnet, diese ganzen Straßen und so weiter. Und die Obelisken, die sind überall von ihm aufgerichtet worden. Und der Mann hat nur 5 Jahre residiert.
und was kann das? Nur 5 Jahre lang hat er da gelebt und er hat Rom total umgekrempelt. Unter ihm wurde die Peterskuppel vollendet. Er hat den Auftrag gegeben, innerhalb von 2 Jahren sozusagen diese riesige Kuppel da aufzubauen. Das hat alles sehr gemacht. Man kann das gar nicht glauben, dass irgendjemand sowas machen kann. Also in so kurzer Zeit, in 5 Jahren. Und die Kuppel ist geschlossen worden, einige Wochen, also nach seinem Tod. Und der Nachfolger, der hat dann also so viel Pietät besessen und er steht oben, der Kuppelring steht dann auch, also Sextus, Quintus, Sextus. Hätte er auch selber dran machen können, also er unter seiner Ehe. Also ganz wichtiger Mann hier, dieser Fontana. Oh, sorry. Hätte. Die Säule stand da immer. Ne? Klar. Man kann sie sehen, nicht? Also klar, wo wir eben uns befunden haben. Genau. Und dann sehen wir dahinter, wie Frau Beuth richtig gesagt hat, so etwas Ähnliches, und zwar einen großen Obelisken. Wenn man sich allerdings auf der Karte hier mal orientiert, dann würde man eigentlich also diesen Obelisken finden, wenn wir da rüberlaufen. Denn das wäre jetzt nördlich. Und da hat jetzt dieses Ding ursprünglich mal gestanden. Das ist allerdings nicht so sehr original, sondern ziemlich zusammengesetzt aus verschiedenen Teilen, die man gefunden hat. Und zwar ist das das Gnomon, der aufrecht stehende Zeiger einer Sonnenuhr gewesen. Mhm. Den Kaiser Augustus da drüben, also in dieses Viertel etwa 300 Meter in die Richtung da einfach hingestellt hatte, Sonnenuhr. Und zwar nicht irgendwo an einer Wand, wie wir das häufig kennen, nicht, sondern aufrecht in die Stadt gestellt, über das Marsfeld verteilt. Und dieser Obelisk dann so aufgerichtet und der sehen Sie dann diesen Zeiger, dieser Sonnenuhr. Das Ding ist ausgegraben, aber man kann das nicht besichtigen. Das liegt ungefähr 6 Meter unter dem heutigen Boden. Und früher gab es da einen Flugzeug da hinten, als Rom noch wirklich original war. Da konnte man dann dem ein bisschen Geld geben und dann hat er einen da runtergeführt in diese Gewölbe und dann konnte man so ein bisschen sehen, also von dieser Sonnenuhr. Das ist so ein richtig großes architektonisches Denkmal gewesen. Und als man das ausgegraben hat, da brach da auch Wasser ein und das ist auch heute immer noch in schlechtem Zustand. Aber man hat das da rausgeholt, dieses Ding, und dann hier so ein bisschen notdürftig, müsste man sagen, zusammengesetzt. Sie sehen ja, dass das also sehr restauriert ist. Und man sieht, dass es ein ägyptischer Obelisk gewesen ist auf der Seite, denn da, hier ist klar, hier, man sieht also, dass es Augustus gewesen ist, jetzt da aufgestellt hat, steht daher auf. Nicht? Und hingestellt worden vor diesem großen Palazzo hier. Eine Architektur von Bernini, mit dieser Architektur hier von Bernini, ein großer Palazzo, den Bernini also für eine Adelsfamilie gebaut hatte und dann benutzt worden ist im 19. Jahrhundert, als Königreich wurde, für das Parlament. Ja, das ist alles auch natürlich ein kirchliches Gebäude, das auch kirchlich ganz ist, also klar. Und das ist original so. Die Uhr da oben. Der ist 1660 gebaut worden. Von Bernini. Also der hat ja eine Menge Architekturen gemacht. In Rom auch. Und das machte der mal so nebenbei mit seiner großen Werkstatt. Und der Obelisk, der wurde dann danach? Der wurde danach, nachdem der Palazzo gebaut war. Und dann lange danach, im 19. Jahrhundert, nachdem man die Sonnenuhr da unten ausgegraben hat, hat man das zusammengesetzt und dann hier hingestellt. Da war das Parlament schon, ja, genau. Man wollte da so ein Hoheitszeichen hinsetzen, so was Eindrucksvolles hier. Das ist noch dran. Ja. Und damit ist er doch, der kommt vor, aber nicht.
gesagt, also dass die Jesuiten ein besonderes Programm gehabt haben, um den katholischen Glauben auszubreiten. So orientieren sie sich mal an diese Reformation, auch vor allen Dingen also der Reformation des Calvin, die davon ausgegangen sind, dass man alles wieder ganz rein machen müsste. Also, das sind ja die Puritaner, auf die Bibel zurückgehen. Und alles, was letztendlich also so in der Tradition der katholischen Kirche dazugekommen war, dieser ganze Heiligenkult und so weiter, das wurde herausgeworfen aus den Kirchen. Die Calvinisten haben Räume gehabt, die ganz weiß waren. Und wenn sie Räume übernommen haben aus der Gotik oder wie auch immer, dann haben sie die weiß gewitschert. Es galt als Götzendienst, als dem Teufelswerk, also letztlich in die Kirche etwas hineinzustellen, was in irgendeiner Form, also meinetwegen bildhafte Darstellung gewesen ist. So, und die Jesuiten, die setzen das volle Gegenprogramm, indem sie nämlich also die Kirche so ausschmücken, dass alle Sinne, könnte man sagen, angesprochen werden und letztendlich also davon überwältigt werden sollen. Und jetzt gucken Sie mal hier hoch, was hier gemacht worden ist. Sehen Sie, also dieses Langhaus, also dieser Kirche, ist ausgemalt worden, also mit einem großen Bild, großen Programm. Letztendlich, also der Triumph, könnte man sagen, des Heiligen Ignatius. Jetzt, können Sie mal. Und zwar, also das Bildprogramm sieht man, man muss oben sehen, also das letztendlich, also im Zentrum, also dieses Bild, Jesus Christus steht. Sie sehen also Jesus Christus, sehen Sie mit dem Kreuz. Und dann sehen Sie etwas weiter unten, sehen Sie also diesen Mann in dem blau-schwarzen Gewand auf den Wolken sitzen. Der bekommt von Jesus Christus, bekommt er einen Strahl auf seinen eigenen, sozusagen von Jesus Christus, Christi Herr, einen Strahl auf ihn sozusagen gesendet. Und dieser Strahl, der bricht sich sozusagen prismenhaft in die Ecken dieser Kirche. Und dort sind dargestellt die vier damals also bekannten Erdteile. Das heißt letztendlich, also dass Ignatius selber von Jesus Christus diesen Auftrag bekommt, also die Welt zu missionieren, die Gnade Gottes in die vier Erdteile zu bringen. Und jetzt sehen Sie letztendlich in den Ecken, sehen Sie überall, das sind die großen Erdteile dargestellt mit den symbolischen Figuren, können Sie gleich mal gucken. Und das bedeutet letztendlich, also die Gnade letztendlich in alle diese Erdteile zu bringen. Und das Ganze jetzt mit einer rauschhaften Darstellung des Barocks. Die Kirche ist also eine Kirche des 17. Jahrhunderts und am Ende des 17. Jahrhunderts hat man einem Jesuitenpater den Auftrag gegeben, dieses Bild da oben hinzumalen. Und jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, was das bedeutet. Das ist eine Halbtonne da oben, was wir haben. Also so gewölbt, also stellen Sie sich eine Tonne vor, also ein Zylinder, müsste man sagen, der halb durchgeschnitten ist, der so sich hier rüber wölbt. Und jetzt muss man mal vorstellen, dass der Mann, also den Auftrag hatte, letztendlich seinen Entwurf, den er gemacht hat, da oben anzubringen. Und zwar, jetzt, also der macht natürlich auf einem Stück Papier, macht er seinen Entwurf. Und dasjenige, was er da oben hinmalen will, das ist erstmal ganz platt. Und jetzt muss man sich denken, also was das bedeutet, also das in so einen Raum hineinzumalen. Und da gab es eine ganz bestimmte Technik, also das zu machen. Das ist Quadraturmalerei, hat man das genannt. Und das ging folgendermaßen etwa. Erstmal musste auf dieses Stück Papier, auf den Entwurf, musste also ein Gitterwerk gezeichnet werden. Und dann musste dieses Gitter, musste da oben abgebildet werden in dieser Tonne. Und das hat man folgendermaßen gemacht. Und zwar hier ist irgendwo eingelassen, also der Mittelteil, wo ist die Scheibe? Da, genau, von da aus. Man hat dann, dort, wo das Gebälk ist da oben, da hat man also dann erstmal dieses Gitter auch wieder abgebildet, indem man da Seile gezogen hat. Dieses Gitter, genau die gleichen Gitter, die man da oben abgebildet in dem Gebälk. Dann hat man von hier aus, von dem Punkt, Seile genommen, durchgezogen durch das Gitter und dann weitergeführt bis auf das Gewölbe. Und Sie können sich vorstellen, wie sich dann also diese Quadrate, dieses Gitterwerk, wie sich die oben abbilden, zum Teil in solchen Rhomben. So. Und jetzt musste er seinen Entwurf, den musste er jetzt, den er gemalt hat, den musste er genau, also von diesem Quadratwerk, musste er genau dann in diese Rhomben reinbringen. Sonst würde das überhaupt in keiner Weise irgendwie natürlich gewirkt haben. Es würde alles letztendlich in irgendeiner Weise verzerrt sein, wenn es nicht so wäre. Denn Sie haben diese Form, so ein plattes Stück Papier quasi in diese Form zu bringen. Und wenn Sie da oben sind, dann haben Sie also das Gefühl, Sie sind im Panoptikum. Da sind die Nasen zum Teil also so lang oder wie auch immer, manche Zehen und so weiter. Also so, da könnte man sagen, also so kurz oder wie auch immer, weil also das eine totale Verzerrung ist. Und nur von unten gewirkt hat, und zwar von diesem Punkt an, von diesem Mittelpunkt hier. Und Sie werden das auch sehen,
wenn sie weitergehen, dann fällt das auch in einer bestimmten Weise alles wieder zusammen. Wenn sie nach vorne gehen, dann wird das nicht mehr. Und das Verrückte ist ja letztendlich, dass er auch eine Kuppel gemalt hat da oben. Dies sollte eigentlich die Kuppel werden. Die Kuppel konnte nicht gebaut werden, aus verschiedenen Gründen. Die hat man da oben eine Leinwand gezogen und hat da auf diese platte Leinwand hat man diese Kuppel gemalt. Und da können Sie dann mal sehen, was das bedeutet. Das ist auch Quadraturmalerei. Wenn Sie weitergehen, dann können Sie erkennen, wenn Sie vorne fällt, das klappt alles in sich zusammen. Das ist so absurd, wenn man da vorne ist. Also das wirkt sich auf einen ganz bestimmten Punkt. Das da oben ist keine Kuppel, sondern das ist flach. Nee, nein, das ist alles Malerei. Es gibt dann so einige Punkte. Ja, und hier, das ist aber eine Kuppel. Das ist eine Wölbung. Auf diese ganze Architektur, die da oben gemalt ist, nicht, die von hier völlig natürlich aussieht, die Architektur öffnet sich ja in diesen Himmel hinein, sieht völlig natürlich aus, was hier die Säulen und so, das ist alles glatt gemalt auf diese Tonne. Wie lange hat der Maler da dran gemalt? Einige Jahre, das ist also, das dauert, nicht? Also klar, das ist Freskotechnik, also die haben das ja schon mal gehabt, also was das bedeutet. Er konnte nur also ganz bestimmte Teile dann pro Tag malen, also diese sogenannten Giornate, und musste das in den feuchten Putz hinein malen. In dem Augenblick, in dem es trocken war, musste es wieder abgeschlagen werden. Und das ist einer dieser Jesuitenvater. Das ist dann, dieses Bild hier oben ist so spektakulär gewesen, dass nachher alle Fürsten Europas wollten sowas haben, wie dieses hier, in den Schlössern in Versailles oder in Wien oder wie auch immer, wollten die sowas haben. Er ist dann auch nach Wien gegangen, ist auch in Wien gestorben, der Vater, hochbezahlt, als vom katholischen Glauben, die war mir, als die steht, plötzlich sinnlich vor mir steht. Das ist das Programm, nicht? Also das ganze, die ganzen Geschichten der Bibel, die heiligen Geschichten, lebendig und sinnlich zu machen. Das ist das, was die Jesuiten erfahrbar und auch sehbar machen. Das ist nicht nur Kunst, das ist Politik auch, nicht? Also das ist ganz klar, ja. Das Programm. Gegenprogramm zum Calvinismus, zum auch Luthertum, also die wollten auch sowas nicht. Auch sehen Sie mal da vorne, diese ungeheure Pracht, also die, Soll ich mir irgendwas abnehmen, Norbert? Ja, die. Deine Dings hier, das genau. Auf. Taschen. Achten Sie mal auf die Kuppel. Gut, geht schon. Danke. Kuppel, die gar keine ist. Hier liegt ein Grabmal, und zwar eines der berühmtesten Maler der früheren Renaissance, der auch in Rom gestorben ist, im Vatikan auch gemalt hat.
In der Mitte sieht man die schwarze und weiße Kuppel. Wenn man die andere Regel nicht mehr haben wollte, die kann ich nicht mehr sagen. Haben die sich aber so richtig wie von der Sonne gehört? Welcher Part? Leo der Zehnte? Nee, Leo der Zehnte ist da vorne. Dieser Kanal. Das ist. Und unter anderem. Ja, irgendwas Schönes, das man irgendwo hinstellen konnte. Der Prozess gegen Galilei ist da. Mit auch einer dramatischen Endstück versehen, was der Elefant alles kann und was der Elefant alles darstellt. Und dann haben die Mönche da von dem Dominikanerkloster, die haben das irgendwie gesagt, das gefällt uns aber auch überhaupt nicht. Und dann hat der Papst ihm gestattet, das Ding trotzdem aufzustellen. Aber er hat es dann nicht so aufgestellt, wie man ursprünglich gedacht hat, mit dem Rüssel dahin, wo die Dominikaner ist, sondern. Das sind so Bösche. Ob es stimmt, weiß man nicht. Da sehen Sie das andere wichtige Objekt da drüben, wo wir jetzt gleich hingehen werden, das Pantheon. Das besterhaltene römische Zeugnis hier in der Innenstadt. Dann gehen wir rein. Bestimmt, aber es sind viele andere geometrische Körper, die hier zusammengesetzt sind. Das ist eine Vorhalle, da gibt es also so ein kastenartiges Gebäude als Vorhalle, da gibt es bestimmte Zwischenpfeile und es ist dann drin letztendlich auch dieser Rundbaum mit der riesigen Kuppel darüber. Da werden wir auch gleich reingehen. Da müssen wir uns kurz das erklären. Da oben steht etwas drüber. Marcus Agrippa, Lupi Ilius, Consul Tertium Fecit. Erbaut von Agrippa, Marcus Agrippa, Sohn des Lucius, zum dritten Mal Konsul. Und das war im Jahre 27, 25 vor Christi Geburt. Vor Christi Geburt. Dieses Ding hier hingebaut worden. Aber das ist nicht das Ding, das 25 vor Christi Geburt gebaut worden ist. Sondern es ist während der Regierungszeit Kaiser Hadrian, der von 117 bis 38 lebte, gebaut worden. Und das ist was ganz Seltsames. Dieser erste Tempel, das ist Marcus Agrippa, der ist hier gestanden, das war so ein rechteckiger, normaler Tempel. Der ist irgendwann abgebrannt und dann hat Hadrian ihn wieder aufgebaut, in, sagen wir, nach 150 Jahren, muss man sagen. Und dann hat er die alte Inschrift wieder darüber gesetzt. Das ist von einer ungeheuren Selbstverleugnung gekennzeichnet, dass da oben nicht steht, Hadrian baute diesen Tempel oder wie auch immer, sondern hat den alten Titel da oben wieder drüber gesetzt. Und sich vorstellen, nicht? Der Marcus Agrippa, der dieses erste Pantheon gebaut hat, das war der Schwiegersohn des Augustus, ein Freund des Augustus, und damit auch bedeutet, wollte das erst dem Augustus widmen, diesen Tempel, der Augustus wollte es nicht, und hat das dann letztendlich also den Göttern des julisch-claudischen Hauses, Mars, Venus und Julius Caesar gewidmet, aber auch das hat sich späterhin etwas verändert. Pantheon heißt ja letztlich also der Bau für Tempel für alle Götter. Und man zweifelt auch ein bisschen daran, ob das wirklich so gewesen ist, ob es nicht also die planetarischen Gottheiten nur gewesen sind. Das ist so kurz letztendlich also die Bedeutung und die Geschichte. Gehen wir mal rein in die Vorhalle und da bleiben wir auch noch einen Moment stehen. Da gibt es noch ein bisschen was zu sagen. Über den Petrusgrab neu eingießen zu lassen. Das war aber so viel, dass man daraus auch noch Kanonenkugeln angießen konnte. Und es wurde also das meiste, wurde Kanonenkugeln angegossen. Die fassbare antike Bronze, die wunderbare Kassette. Und da drin müssen wir was sehen. Das war alles verkleidet mit Bronze. Und da haben dann die Römer, die haben sich alle sehr darüber geärgert, was da passiert ist. Die hatten ja auch sowieso die Barbarie. Und die haben dann also diesen Spruch geprägt, quod non fecerunt barbari. Fecerunt barbarini. Was die Barbaren nicht fertiggebracht haben, das haben die Barberini fertiggebracht. Nicht? Barberini, die Familie, nicht? Das war so ein Sinn. Ja, jetzt muss man sich vorstellen, jetzt gehen Sie mal, das wird manchmal ein bisschen angespannt. Sie gehen durch eine Tür, die hier ungefähr seit 120 nach Christi Geburt funktioniert.
für mich eines der tollsten Wunder. Die großen bronzenen Türflügel, alles noch da, sehr schwer zu bewegen. Und ich komme dann in diesen runden Raum hin. Warum macht man sich die Mühe, wenn sich einige darum überhaupt nicht scheren? Ich sag's einfach mal so. Ich hab ein paar. Ich bin noch nicht so. Sie haben dieses Blatt mit diesen verschiedenen schematischen Darstellungen, Querschnitte und Grundrisse. Sie sehen den Querschnitt. Das ist das Erste, wenn Sie da eine Kugel, einen Kreis reinziehen würden, hier in dieses Gebäude, also die Kuppel oben ist halbrund, und es würde sich dann an diesem Halbrund genauso fortsetzen. Das ist das Ideal, dass die Kugel eigentlich da unten fortsetzbar wäre. Und zwar 43,5 Meter im Durchmesser. Und es ist immer noch also die größte gebaute Kuppel, also die jemals errichtet worden ist. Sag mal, wie es gebaut worden ist. Auch die Kuppel der Peterskirche ist wenige Zentimeter geringer im Durchmesser. Das hat man respektiert, als man damals also die Kuppel aufgebaut hat, mit kleinen Hologrammen auf den Vorwege. Die hatten gedacht, also wir dürfen also dieses heilige Bauwerk, das hier steht, das alle so verehrt haben, an der dürfen Sie also nicht mal drum. Wenn Sie mal rüber schauen, den Grundriss haben wir schon angesehen, da sieht man auch das Runde. Und dann ist schon die Frage letztendlich, also wie hat man denn letztendlich so etwas bauen können? Wie trägt denn letztendlich also so eine Spannweite mit solchen primitiven Materialien, wie Sie die damals gehabt haben? Heute würde man sagen, ja, Stahlbeton. Also da kann man ja alles Mögliche machen. Da kann man auch größere Spannweiten überbrücken. Das ist ein Bau, der natürlich auch gegossen worden ist. Das heißt, also, es ist ein Betonbau, müsste man sagen. Und man hat dann also zunächst mal erstens Platte hier unten gegossen. Wenn Sie unten mal runterschauen, da gibt es Brustmörtel als Fundamentierung unten, so einfach ausgeschachtet und dann eine ganz dicke Betonplatte, also hier hingelegt. Dann hat man darauf einen großen Zylinder gebaut, ungefähr bis zur Hälfte der Höhe. Und gebaut und dann, der ist zum Teil 6-7 Meter dick, dieser Zylinder. Auch Brustmörtel außen verkleidet, also mit Ziegeln. Aber der ist nicht überall so gleich dick. Man kann erkennen, also, dass da also solche Nischen reingezogen worden sind, sodass das Mauerwerk also wesentlich geringer ist. Und die volle Dicke der Mauern ist überall dort, also wo diese Tabernakel stehen, die neuen, mit den Giebeln. Da ist die volle Dicke dort. Und darauf ruht letztendlich die Kuppel. Und dann hat man gesehen, also dass das natürlich ein ungeheures Gewicht ist, das dann lasten würde, wenn man es baut. Und dann hat man Folgendes gemacht, wenn Sie mal dieses Schaubild also von unten links sehen, dann hat man also eine Bauweise gefunden, in dem also die Baumittel also oben immer leichter geworden sind.
hat dann also in den unteren Teilen hat man Brustmörtel mit Travertin und Tuffbruchstücken genommen. Travertin ist dieses Haselgestein. Und dann gibt es oben eine Etage Brustmörtel mit Tuff- und Ziegelsteinbruchstücken. Also Ziegelsteine sind leichter schon. Und dann gibt es weiterhin oben Brustmörtel mit Ziegelbruchsteinen. Und dann Brustmörtel mit Tuff. Tuff ist ein vulkanisches Gestein, also ein bisschen porös, ganz leicht, könnte man sagen. Und genau, ja, so ein bisschen aufgeladen, könnte man sagen. Und oben dann natürlich, also hauptsächlich Tuff, also in den Brustmörtel hinein. Die Frage ist natürlich, also wie man das technisch überhaupt gemacht hat. Und es gibt ja so einige Dinge, wahrscheinlich ist das so, dass man sich einfach ein richtiges Haus eingestellt hat, wo dann also die Kuppel in der Form abgebildet war, dass man einfach in diese Form, die man hier gebaut hat, dann oben also das herüber gegossen hat, dieses ganze Zementzeug. Einige sagen, die haben also diesen Zylinder geschaffen und dann haben sie da Sand reingekippt und haben da so einen Bügel oben drüber gebaut und da hat man dann also die Kuppel drauf gegossen. Dann musste das natürlich alles wieder rausgenommen werden hinterher, um dann also letztendlich eine Wohlform zu bekommen. Also an sich ist es eine sehr moderne Bauweise, könnte man sagen. Nicht? Also, und nur deswegen hält das auch. Dieser römische Zement, haben wir gestern schon gesehen, der ist wirklich dicht und fest, wie man erkennt. Ganz original ist das hier nicht. In der Kuppel, in den Kassetten, wie gesagt, da gab es also diese Bronzeverkleidung, die der Barberini-Papst oben da weggenommen hat. Dann hat man im 18. Jahrhundert hat man angefangen, da oben irgendwas kitzlicher als der Papst zu restaurieren. Das war diese zweite Etage, die ist überhaupt nicht original. Also diese Fenster, die sind hier oben, diese dicken Fenster und diese Quadrate oder Rechtecke, die da oben drin sind. Das ist eine Fantasie des 18. Jahrhunderts, des Klassizismus. Wir haben gedacht, also das muss also so irgendwie aussehen. Inzwischen weiß man, wie es ausgesehen hat. Genauso wie auf dieser Seite. Da hat man die Drehkunst und alles über die Dachreihen der älteren Zeit und hat dann also diese Dachreihen, die britischen Kapitän, hat man noch rekonstruiert. Das war diese Zuerst. Ja, sehr genau, sehr schön, nicht? Farbig. Und dann unten, diese untere Etage, die ist total original. Also das so hat Hadrian das hier gebaut. Diese korinthischen Säulen mit diesem gelben Marmor, Cipollini, nicht als dieser Marmor. Die korinthischen Säulen, dann auch diese Altaraufbauten hier. Aber da sind die Menschen, die das Zimmer sind, da schaffen sie an diesem Blätter drauf. Und wenn Sie da heute hinschauen, dann sehen Sie Heiligenfiguren da stehen. So hat man es halt umgeformt. Nicht? Es ist dann an die Kirche geworden, christlich geworden. Und leider können wir nicht rüberlaufen, weil das Pantheon selber ist auch eine Grabstätte für illustre Geister. Der erste, der hier begraben worden ist, ist der Raphael. Der hat sein eigenes Grab hier ausgesucht, also der große Künstler, Rivale von Michelangelo. Der ist da drüben begraben, da steht eine Marienstatue drin, ein Schüler von Raphael. Genau gemeißelt nach einer Venusstatue, die sich im Vatikan befindet. Der ganze Zeitenwurf der Madonna ist letztlich also fixiert von der Venusstatue im Vatikan. Und dann sind späterhin sind hier die italienischen Könige beigesetzt worden. Sieht man nicht. Hier liegt Vittorio Emanuele II. Da drüben. Der Gründer des italienischen Nationalstaates, nicht? Also Gründer mit Tabu und so weiter. Hier in diesem großen Bronze, da durchgehört. Und genau gegenüber auch auf der anderen Seite ist sein Nachfolger. Umberto ist ja auch drin, der ist ja 1900 mit einem Unfall, mit einem Autounfall zu Tode gekommen, ist ja auch begraben. Ja, also ist das gleiche, das Pantheon, also als Grabstätte der italienischen Könige auch. Das ging ja los im 59. bereits, nicht? Also 48, 49, 1859. Dann wurde er, dann wurde ein Staat oder ein Territorium angegliedert. Und das endete dann ja 1870, also mit der Einnahme von Rom. Also Porta Pia wurde angenommen. Da marschierten die ein, der Papst hat in den Vatikan als Gefangener. Und dann wurde das Königtum wurde hier installiert, auch Rom wurde Hauptstadt von 1870.
kommt hier rein, weil es eben, wie gesagt, immer noch Teil der römischen Universität ist. Natürlich hier sitzt heute nicht mehr die römische Universität. Das ist da oben am Hauptbahnhof. Das ist also die große Universitätsstadt, also mit vielen zigtausend Studenten. Und dies war dann die Universität La Sapienza, die Weisheit, sagt man, zur Barockzeit. Ja, dann gibt es unsere Kirchengründe, hier in Rom auch ein bisschen mitzuhalten, also gegen den protestantischen Norden, der ja die Wissenschaft gepachtet hatte, und aus ihrer Sicht dann die Wissenschaft darzustellen. Und das war hier. Und dafür hat Borromini diese Universitätskirche gebaut, da drüben. Man kann den Stil sehr gut erkennen. Das ist ein sehr viel fantasievollerer Stil als Berlin, der immer sehr gut ist. Und Borromini ist auch spannend. Die Form, also man sieht das schon, nicht? Also irgendwo wird er immer was Besonderes. Bienen, genau, Bienen sieht man überall, die fleißigen Bienen, also der Barberini, überall. Sie wissen, was gemeint ist mit den Barberini, die Familie der Barberini, haben den Papst Urban den 8. bestellt und ganz oben im bestimmten Fall ist immer wieder bevölkert von diesen Bienen. Und das heißt eigentlich, wenn man das lesen kann, jeder Papst hat eben so ein Wappentier gehabt oder so ein Symbol. Und da ist zum Beispiel also hier der Papst aus dem Borghese Haus mit dem Adler. Ja, der hat sich hier, und zwar Paul der V., der hat sich hier, hat hier seine Duftmarke hinterlassen. Und die Bienen sind dann immer die Barberini. Sagen wir mal. Und diese Kirche da vorne hat den Grundriss einer Biene. Die Bienen sind die Barberini. Barberini. Und die Drachen? Das ist genau. Das ist auch Papst. Das ist auch nicht Papst. Genau. Der Drachen war jetzt was? Borghese. Borghese. Und Adler. Drache und Adler, beide. Aha. Ja. Das ist ein Avona. Wir machen hier nachher ein bisschen Pause. Da können Sie ja alles Mögliche fotografieren. Wir gehen nur noch mal kurz dann zum Tiber darüber und kommen dann wieder zurück. Dann machen wir hier eine Pause, können Sie Kaffee trinken oder so. Und möglichst nicht hier. Das sage ich gleich mal so. Wir gehen in das Viertel da drüben rein. Da ist es sehr nett, kann man sagen, da drüben. Wieder diesen Palästen. Wie lange machen wir das? Dann machen wir, was ich verabreden wir dann, nicht? Wenn wir uns wieder treffen. 96, nach Christi Geburt. Der hat hier also sein großes Stadion gebaut, ein Stadion für griechisch-römische Kampfspiele. Das heißt also nicht für Wagenrennen, Gladiatorenkämpfe, sondern vornehmen. Und sagen, also wo es wirklich also um den Kampf von Männern gegeneinander ging, laufen, ringen und so weiter. Und das war bei den Römern gar nicht so sehr beliebt. Aber das ist trotzdem so, man wollte das hier durchstellen. Aber was man hier erkennen kann, ist ja, dass hier diese Arena wirklich oder dieses Stadion wirklich ungeheuer groß gewesen ist. Und dass heute die Piazza Navona, auf der wir uns hier befinden, genau noch das Stadion abbildet. Sie müssen sich vorstellen, diese Häuser auf der Seite, die Häuser auf dieser Seite, die stehen alle auf den Stufenreihen des alten Stadions. Und wenn Sie zum Beispiel in diesem Café auf der Ecke zur Toilette gehen würden, das können Sie nachher mal machen, hat er so ein kleines, so einen kleinen Aschenbecher oder was geschenkt. Und der war in Form eines kleinen Brunnens ausgeformt, aus Silber. Und der hatte der Schwägerin des Papstes, über die ich gleich noch was sagen, hier geschenkt. Und da hat sie gesagt, ich möchte einen Brunnen auf diesem Platz haben, genau nach dieser Form. Und so hat er sich wieder eingeschmeichelt in die Gunst der Pamphili. Und nach diesem kleinen Geschenk wurde dann also dieser vier Ströme drunter. In dem Preisausschreiben haben sie alle diese Lösungen ja gehabt. Das sind diese Symbole der vier damals bekannten Erdteile, die letztendlich ja auch die Macht der Pamphili über die Welt symbolisieren sollen. Da oben steht ein Obersitz drauf, der nicht ans Licht gerichtet ist, sondern der in Rom so angefertigt worden ist. Es gibt ihn nur, würde ich mal sagen. Und da oben drauf steht das Drachensymbol der Pamphili, die Taube mit dem Ziegenschweif. Und es gibt ein paar unschöne Dinge zu erzählen über diese Pamphili-Familie. Die haben sich also hier auch wirklich also ziemlich schlecht benommen, müsste man sagen, also während des Papsttums.
Es gab also einen Pakt zwischen dem römischen Volk und dem Papst. Der Pakt bestand darin, dass der Papst jeweils auch dafür sorgen musste, dass das arme römische Volk Brot hatte. Und hier gab es eine wahnsinnige Hungersnot in den 50er Jahren. Und da hat die Schwägerin des Papstes, die jetzt hier oben residiert, in diesem Palazzo, und hat den blöden Satz gesagt, wenn sie keinen Kuchen haben, dann sollen sie doch Steine essen. Und als das zu Ende war, das Papstum, als Innozenz gestorben war, da hat sich das Volk gerecht. Die haben sich ja mit Steinen vertrieben. Die haben die Familie hier rausgejagt aus der Stadt. Und wie ist dann die böse Schwägerin, die man La Papessa genannt hat, weil sie den Papst vollkommen in der Hand gehabt hat. Der Papst hat nach ihrer Pfeife getanzt, hat alles gemacht, was sie wollte und hat alles von ihm bekommen. La Papessa hat man sie hier genannt, die Päpste. Und sie ist dann davongetrieben worden mit der ganzen Familie und sie ist dann oben in Norditalien, in der Nähe von Caminos, wie heißt dieser Ort. Vorsicht, da ist sie dann wenige Wochen danach gestorben und zwar an der Pest. Und da haben sie, als das hier in Rom bekannt wurde, da haben die Leute hier in Rom getanzt auf der Straße. Gott hat Gerechtigkeit erwiesen. Also so schlimm muss das gewesen sein. Ja, also es sagt so ein bisschen was über das, was letztendlich wir immer wieder hier sehen, dass die großen Familien, die das Papsttum gewonnen haben, dass sie sich hier auf eine wirklich vielleicht übergeordnete Weise darstellen. Also ihren Reichtum. Und das heißt, dass sie also das Papsttum gewinnen, dann bauen sie ihre Paläste, dann bauen sie ihre Hauskirchen hier hin, dann bauen sie in den Kirchen ihre Grabstätten und sie bauen sich dann ihre großen Villen außerhalb von Rom. Das führt alles dazu, das ist so für Selbstdarstellung gewesen, das sieht man hier auch ganz genau. Und dieser Vier-Ströme-Brunnen ist natürlich der Ausdruck natürlich aus dieses Forum von Kiel. Und wenn Sie da gleich mal rumgehen, können Sie auch erkennen, also was immer die Reiseführer hier so erzählen, da sieht man ja den La Plata auf der anderen Seite, der so eine Bewegung macht in diese Richtung. Und da wird immer diese Geschichte erzählt, das erzählen fast alle Reiseführer hier, dass nämlich also der Nini damals den Abscheu habe ausgedrückt gegenüber der Architektur dieser Architektur da drüben. Das ist Borromini, der diese Fassade entworfen hat, der Rivale. Das ist natürlich alles Quatsch, könnte man sagen. Denn als Bernini diesen Brunnen hier hingestellt hat, da gab es diese Kirche überhaupt noch nicht. Sie ist 10 Jahre später gebaut, ungefähr. Also wenn Sie das hier hören, dann können Sie hingehen und sagen, hören Sie mal zu. Das ist irgendwie eine Verdörche. Jeder schnappt hier. Genau. Und erzählt alle Reiseführer, dass Bernini seinen Abscheu ausgedrückt habe durch diese Bewegung. Ich habe das zu schnell gesprochen, aber das reicht auch. Also zwei Sachen. Das Domitian hier, das Stadion, das Domitian. Struktur ganz deutlich immer noch abgebildet hier in diesem Viertel und dieses Forum von Kiel. Übrigens, die deutsche Botschaft hier in Rom, die hat ein relativ unscheinbares Gebäude. Haben die alle gelöst da oben am Weinestein. In den 50er Jahren hat von der Regierung Adenauer diese Palazzo hier angeboten, als für die Botschaft. Die haben das gewollt. Wir wären heute genauso präsent wie die Franzosen hier in der Stadt präsent sind, nämlich mit dem Palazzo Farnese, den Sie nachher noch sehen. Also, heute sind die Brasilianer da drin. Braucht doch kein Schwein. Ein ganzes Stadtviertel wurde hier niedergerissen, um diesen Palazzo der Pamphili hier zu bauen. Warum haben Deutsche? Ich weiß nicht genau, den. Ja. Das waren andere Zeiten, ja. Kann man sagen, nicht? Klar. Vielleicht zu trotzig, vielleicht auch immer nicht zu. Yeah. Alles zusammengeklatscht, was man sich vorstellt.
Pisa war auch natürlich also in Rom zum Beispiel verbreitet. Ja. Heißt in Rom. Kaiser. Ja. Prost. Das bedeutet, wir sind hierher gegangen, um diesen Blick mal zu haben hier. Also, weil, wenn man in den Vatikan herangeht, man eigentlich also nie wieder also diese Fassade der Peterskirche und die Kuppel so gut sehen kann. Weil also diese Dimensionen alle so sind, je näher man da rangeht, umso schneller versinkt diese Kuppel in den vorstehenden Gebäuden. Und also man sieht, schauen Sie mal hin, diese große Kuppel Michelangelo über dem Petrusgrab, man sieht zwei kleine Kuppeln rechts und links. Es sollten eigentlich vier werden auf dem Dach der Peterskirche, nur zwei ausgeführt worden. Und jetzt sieht man die große Fassade der Peterskirche, ganz gewaltiges Ding. Und Sie können, also da laufen viele Leute rum, so weit weg ist es, Sie sehen keinen einzigen von hier. So klein sind die, diese Leute. Das sind so, die müssten so kleine Ameisen sein davor, also letztendlich. Und wenn Sie sich orientieren, dann sind hier keine Lava stehen. Hier keine Lava, das ist die Via della Conciliazione. Die ist aber also mindestens einen Kilometer lang, könnte man sagen, so ungefähr. Von hier sieht es aus, als ob es so meinetwegen also 100 Meter wäre oder sowas. Alles so zusammengeschoben hier. Und die Dachpaläste, die sind dort, wo die große Antenne sich befindet, das ist natürlich viel weiter hinten. Und da lebt der Papst, also in diesem Gebäude, was da von dieser Antenne überragt wird. Das ist der Papstpalast, der eigentlich. Der Papst ist hier, ne? Das ist wahrscheinlich, die machen das im Klassiker an Goldberg immer noch. Ich wollte ja den, die Vertreter des Islam jetzt diese Woche besuchen, empfangen, den Klassiker an Goldberg, wo wir am Freitag hinfahren, wo wir auch essen. Nein, wir gehen da nicht hin, das ist ein eigenes Programm. Wir gehen jetzt wieder zurück, wir können... Achso, hier wurde immer gefragt, was ist das denn da drin? Das ist der römische Justizpalast, der Palast der Justiz Italien. Und als Rom 1870 fiel, da gab es ja diese Situation, dass der Papst hier als Gefangener sich regierte und dass der römische Staat, also der italienische Staat sich hier aufbaute, völlig papstfeindlich, völlig kirchenfeindlich. Wirklich, also diese Leute, die Liberalen, die waren wirklich papst- und kirchenfeindlich damals. Und die wollten dann sagen, wir stellen dem Papst jetzt mal genau vor die Nase den Justizpalast, um zu zeigen, also letztendlich, dass jetzt kommt die wahre Gerechtigkeit nach Italien, die es vorher so nicht gegeben hat. Das ist der Ausdruck, deswegen dieses monumentale Gebäude. Und ich habe eben auch schon vor einigen gesagt, die Rache kam auf den Fuße für diese Hybris. Wenige Jahre nachdem das gebaut war, da war das Ding baufällig. So schnell hat man das gebaut. Und dann war das also quasi 50, 60 Jahre, war das nicht betriebbar, das Ding. Das ist jetzt erst saniert worden, vor 10 Jahren ungefähr. Und wie gesagt, damals hat die Inquisition wirklich hier noch zugeschlagen. Galilei war in Gefahr, genau dasselbe. Dass ihm das nicht passierte, das lag eben an den Zeitläufen bzw. an seiner eigenen Haltung, dass er eben widerrufen hat, zeitweise. Und der hat eben nicht widerrufen, sondern wurde dann, also 1600, im Jahre 1600 an dieser Stelle hier verbrannt. Und die Frage ist natürlich, also warum steht ein solches Ding mitten in Rom auf einem Platz? Denn das ist ja im höchsten Sinne papstfeindlich, kirchenfeindlich. Und das ist wieder Ausdruck der Haltung des italienischen Staates nach der Angliederung des Kirchenstaates in Italien. Denn die haben sich wirklich, also kirchenfeindlich und papstfeindlich gebärdet, die hatten wirklich eine totale Politik, also gegen den Papst gemacht. Und dann eine der ersten Handlungen hier, wir stellen den Giordano Bruno hier einfach mal hin. Und dann hat man gesagt, also hier, das hier, da steht drunter, dem Bruno gewidmet, das Jahrhundert, das seinen Wert erkannte. So ungefähr. Und dann hat man gleichzeitig irgendwelche Medaillons da reingemacht, das sind andere Reformatoren oder andere Ketzer, die sind jetzt auch noch verherrlicht, aus dem dritten Stockel da. Insofern ist das Königreich Italien, Ketzerdenkmal, nicht? Also das Königreich Italien gegen den Papst. Heftig kirchenfeindlich. Entschuldigung.
wären unbezahlbar, könnte man sagen. Ich habe da mal so einen Wert drauf geschrieben, also 300.000 Euro, also 300 Millionen Euro, wären wahrscheinlich mehr. Also, weil es nicht angeboten werden kann, man das natürlich auch nicht sagen. Das ist nicht viel wert. Das ist auch nicht wichtig, darüber zu reden. Aber erstmal sehen, das ist ganz top oben in der europäischen Kunstgeschichte. Die Frage ist natürlich zunächst mal, was da überhaupt gemalt wird. Das will ich Ihnen mal kurz erklären. Das ist die Kapelle des Heiligen Matthäus hier, des Apostels Matthäus, einer der großen vier Evangelisten. Und die Geschichte, die hier gemalt ist, ist zunächst mal dort zu beginnen. Schauen Sie mal hin, also auf dieses Bild, da sieht man einen großen Flaggschatten, der von rechts oben hereinfällt, unter dem Flaggschatten sehen Sie Jesus Christus. Den sieht man fast nicht, aber der ist mit einem Heiligen, der dort gerade noch kämpft. Und der macht so. Und er zeigt auch diesen jungen Mann, der mit einem bunten Gewand da an diesem Tisch sitzt. Und das ist der Zöllner Matthäus. Und der hat, wenn man so will, kooperiert mit der römischen Besatzungsmacht und hat für die römische Besatzungsmacht also das Geld eingezogen. Und solche Leute waren also unter den Juden natürlich verachtet, dass sie kollaboriert haben. Und man sieht ihn letztendlich, also wie er da sitzt, also mit dem Geld irgendwie so tut. Und er senkt den Kopf runter. Und es ist ja diese Geschichte, dass Jesus sagt, komm und folge mir nach. Du wirst einer meiner Apostel werden. Und er tut erstmal, was, ich? Oder so, ich glaube das gar nicht und so weiter. Und das ist dieser ganze Unglauben, so den Kopf herunterzusenken. Die anderen zeigen ihn, meinst du den? Nicht die Berufung des Matthäus, nicht? Das ist klar. Die zeigen alle auf ihn hin und sagen, ist der so verkehrt? Und so weiter. Das ist halt wieder unwürdig, wenn die und die anderen schauen sich aber um zu den Ereignissen. Und das Verrückte an diesem Bild ist ja diese hell-dunkle Manier, die hier benutzt worden ist. Das ist das, was er erfunden hat, ungefähr um 1595 etwa herum, dass er eine Malerei erfindet, die bisher überhaupt nicht existent gewesen ist. Dass er ein Geschehen erst einmal taucht, also in das Zeitgewand, dass er überhaupt nicht also diese biblischen Gewänder oder wie auch immer nimmt, sondern dass er das Gewand der Zeit nimmt. Das sind alles Leute, die aus dem damals von der Straße hergenommen sind, auch diese ganzen Modelle. Man sagt sogar, dass dieser junge Mann da, der mit dem Federbusch da sitzt, dieser sehr hübsche Junge, der sitzt da doch sehr. Dasjenige, was hier gezeigt ist, ist auch das Thema des Martyriums. Denn schauen Sie mal hin, was von oben kommt. Da sieht man also, dass ein Engel herunterkommt, auch von der Wolke her, reicht ihm bereits also die sogenannte Siegespeitsche. Das heißt also, der Märtyrer wird sofort in den Himmel aufgenommen. Jetzt sehen Sie, dieser Engel, der herunterklettert von der Wolke und sagt, komm her, ich habe die Siegespeitsche. Du wirst im nächsten Moment sterben. Und alle anderen, also Personen, die hier sind, die wenden sich in einer dramatischen Weise, wenden sie sich also von diesem Geschehen ab. Dieser junge Mann völlig aufgelöst mit dem offenen Mund, diese anderen auch unten und sowas, was spielt sich da ab, nicht? Und ganz hinten im Hintergrund sieht man ein Porträt Michelangelo, der heißt auch Michelangelo, da Caravaggio. Das ist derjenige, der so mit dem Gesicht
in diesem Dunkel da hinten sichtbar wird. Das letzte Gesicht an der Säule da hinten. Das ist ein Porträt von ihm. Das ganz hinten, nicht? Also so halb angeschnitten. Also so. Und dann klingelte und plötzlich läutete die Glocke. Und die Leute, das war das Angelusgebiet, dann springt diese Frau aus dem Bett raus, kniet sich hin, Mitternacht wie sie ist, kniet sich hin und springt das Angelusgebiet. Und in dem Augenblick, in dem das wieder vorbei ist, bringt sie wieder ins Bett rein, dann geht's weiter. Und so. Das ist Rom in dieser Stadt. Also leben und leben lassen, aber gleichzeitig auch der Region dann das zu geben, was ihr gehört. Und der Caravaggio, der passt genau in diese Spalte. Also das ist alles ein bisschen zwielig, die Maschine zu sehen, auch da drüben, also diese Malerei, also der Berufung des Matthäus. Aber wie gesagt, also es sind zwei religiöse Bilder, also mit einer unglaublichen Inbrunst gemalt, und gleichzeitig ist alles unheimlich sinnlich. Wie heißt die Kirche jetzt noch? San Luigi dei Francesi, also der heilige Ludwig der Franzosen. Und Ludwig ist der 9. König, französische König, heilig gesprochen. Welches Jahrhundert? Im 12. 13. Jahrhundert, 13. Auch aus dem Bourbonhaus? Nee. Aus dem, doch Bourbon. Ja. Der liegt auch in Versailles begraben, oder? Der liegt in Saint-Denis. Saint-Denis. Das ist auch Selbstdarstellung von dieser Kirche und wenn die Kirche betreiben, das kann ich. Sind zwei Leute, die auch in die Fenster sind. Bilder, ist so gesagt, ne? Und die kommen von weit her. Die wollen ein bisschen Geld haben, das ist so offensichtlich alles. Und dass sie von weit her kommen, das sieht man also an der zum Teil abgerissenen Kleidung und man sieht natürlich auch an den Füßen, dass sie lange gegangen sind. Von dieser Mystik, die dieses Mannes hat. Und das auf einem heiligen Bild. Ist da so ein bisschen erkennbar, was eigentlich sein Realismus bedeutet und die Neuigkeit, die er Kunst daran hat. Nee, das ist wieder dieser Trick, ne? Also vieles einfach so im Dunkeln verschwinden zu lassen und dann manches dramatisch einfach. So ist es nicht so gut. Was sind Putten noch? Putten sind diese kleinen Engelchen, also das sind ja römische Genien, so. Das würde man sagen, auch antik. Ne? Das ist nicht so gut für Michelangelo. Das ist das Drache, ja. Aber was auch wieder diese Drehung natürlich drin, auch das ist Michelangelo, dass die Figur sich so dreht. Die Kurien, die waren alle so. So runde Gräber, da drauf waren Erdhügel und da drauf waren Bäume. Daran hat er sich erinnert, als er dieses Grabmal dann, also er hat sie errichten lassen. Er hat sich eigentlich so im Sinne der etruskischen Gräber begraben lassen. Das war dann späterhin, war es dann überbaut worden. Das ganze Viertel war uralt und ist überbaut gewesen. Hat man es in der faschistischen Ära? Nee, im 19. Jahrhundert hat man dann obendrauf oder hier hereingebaut einen Konzertsaal. Das war der bestklingendste Konzertsaal. Das war der Konzertsaal der Santa Cecilia von Rom. Also ein großes Orchester, heißt auch heute noch so, die Santa Cecilia. Die hatte den großen Konzertsaal, die obendrauf, auf dem Ding. Und überwuchert mit allen möglichen anderen Gebäuden und hat man es in der faschistischen Ära hat man niedergelegt, als man diesen Pavillon hier drüben gebaut hat und hat dann ringsherum solche Gebäude gestellt, wie dieses da. Das sind faschistische Bauten da drüben, ne? Der Seite. Ja, es verkommt, wie man sieht, ne? Man hätte es lieber so lassen sollen. Ach. Oh, von Goethe. Ach, hier 18, der Eingang. Ne? Ja. Das sind zwei Eingänge, also da ist 18. Da oben ist die Etage, wo ich runter mit Tischbein und den Kumpanen
Tieren hat es zweimal geboten, nicht? Also hier, in diesem Haus. Sieht man, wie alt das an ist, das würde man gar nicht denken. Und da steht jetzt Sylvester Carter in diesem Haus, Imaginor, Christe, Forte, Immortali, Wolfgango, Goethe. Das heißt, in diesem Hause stellte sich vor, er dachte und schrieb unsterbliche Dinge. Forte, Immortali, Wolfgango, Goethe. Wolfgango, ja. Wolfgango. Im Palazzo Farnese, einen ganz großen Salon ausgemalt, und das galt damals als die bedeutendste frühbarocke Malerei der Zeit. Da kamen alle hin und haben das bewundert. Und in einer, das war schon ein bisschen später, danach hat er dann letztlich dieses Altarbild, also hier im Zentrum, bekommen. Das galt dann offensichtlich als der bedeutendere Auftrag, das Altarbild zu machen. Ihm sagte schon jemand, warum hat Caravaggio, hängt man denn jetzt den Caravaggio in die Mitte? Also der Annibale Carracci galt eben als der bedeutendste Künstler. Eltern, und es wird beschrieben, dass er ohnmächtig geworden sei und dann tatsächlich ein Diskutierungserlebnis hat. Er wird vom Verfolger der Christen zu dem eigentlichen Völkerapostel, der die Vergebung ausbreitet über die ganze Mittelmeerwelt.